und herzlich willkommen in Schleswig. Mein Name ist Mahele Reichstadt. Ich wirke hier als Domorganistin und Domkantorin. Und jetzt lade ich Sie ein, mit mir zusammen in den Schleswiger Dom zu gehen. Hier am Schleswiger Dom arbeite ich jetzt bereits seit Februar 2021. Ich habe in einer sehr interessanten Zeit angefangen, denn einerseits war Corona-Lockdown und andererseits war der Dom hier eine riesengroße Baustelle. Erst 7 Monate später habe ich meine große Domorgel zum ersten Mal selbst spielen dürfen. Das war ein Gänsehautmoment. Überhaupt macht mir die Arbeit hier in der Kirchengemeinde Schleswig sehr große Freude. So leite ich neben dem Bläserchor eine Gruppe Kinderchor, den Kammerchor, das ist hier sozusagen die Domkantorei, und den oratorischen Chor, das ist der Domchor. Und darüber hinaus bin ich für die ganze Musik verantwortlich, die hier am Schleswiger Dom stattfindet. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist wie eine Art Musikmanager für den Schleswiger Dom. Klasse! Gebürtig stamme ich aus Stuttgart, also 800 Kilometer entfernt von Schleswig. In Stuttgart habe ich auch zunächst studiert. Ein erstes Staatsexamen in den Fächern Musik und Französisch für Gymnasiallehramt. Dazu einen Bachelor in Kirchenmusik. Meine beiden Masterstudiengänge, zum einen Kirchenmusik, zum anderen Orgel, absolvierte ich dann an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg in der Orgelklasse von Professor Wolfgang Zehrer. Und bei ihm beschließe ich auch im kommenden Jahr noch den Studiengang Konzertexamen Orgel. 2010 habe ich zum ersten Mal die Orgelwelt von Aristide Cavaillé-Coll in Frankreich kennengelernt. Und seit diesem Moment lässt mich auch die Orgelwelt von Cavaillé-Coll nicht mehr los. Ich würde von mir ganz persönlich behaupten, ich bin ein riesengroßer Fan dieser Instrumente und total im Cavaillé-Coll-Fieber. Und so freue ich mich sehr, dass ich innerhalb meines Studiums Gelegenheit hatte, 2,5 Jahre Orgel im Ausland zu studieren. Als Stipendiatin 2 Jahre in Frankreich, in Lyon und in Toulouse, sowie 1 Semester in Wien. Gerne konzertiere ich auch extern, in nah und fern. Ich lerne neue Orgeln, teils ganz andere Orgellandschaften kennen, komme mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch, entdecke andere Städte. Das alles empfinde ich persönlich als große Bereicherung. Und dann komme ich wieder zurück nach Schleswig, an meine große Domorgel, die übrigens 1963 im neobarocken Stil von der Orgelbaufirma Markussen erbaut und 2010 von Schuke symphonisch erweitert wurde, sodass ich heute 65 Register auf 4 Manualen habe. Für mich ist es ein wirkliches Trauminstrument, denn hier klingt sowohl die Musik meiner Lieblingskomponisten Bach und Buxtehude als auch die französische Orgelmusik des 19. und 20. Jahrhunderts, die ich besonders liebe, ganz ausgezeichnet. Und die hören wir jetzt noch zum Abschluss.